Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Human Fall Flat mit Laurilink und dem Blind Spectator. Hallo. Servus. Hi. Oh, was? Hast du mir meinen Bauchnabel gefasst? Was ist denn darum? Ja, letzte Folge sind wir schon gar nicht mal so schlecht vorangekommen, wie Lauri dort erwähnt hatte. Und ja, wollen wir mal gucken, was hier so weitergeht. Ne? Das Brathähnchen und der Koch sind dabei. Der Pinguin, der ist der will mich kochen. Der beäugt das Ganze kritisch von außen. Okay. Wie habe ich mich gerade hingelegt? Also beim Controller ist es Leertaste, glaube ich, oder sowas. Oder nee, warte. Es gab da irgendeine Taste. Beim Controller, ist, Controller ist die Leertaste, okay. Genau, Leertaste, ja, beim Controller, ja. Absolut richtig. Nee, es gab irgendeine Taste sagen, für Ragdoll. Ja, das ist X beim Controller. Also hier. Ah, ich schau mal, muss irgendwo in der Nähe von der Leertaste auf jeden Fall sein. Okay. Ah, okay. Und dann kann ich mich trotzdem bewegen, oder? Nee, ich glaub, ist einfach von ein paar Sekunden. Ah, okay. Schön. Was hatten wir für eine Aktion hier? So. Warte, ja. Schön mit gestreckten Armen nach vorne, wer das rüber schafft. Das ja, für den Fall, dass man runterfällt, ne? Dann hebt man sich noch fest. Oh, hier unten wäre wieder ein Lehrvideo, oder wie? Ja, das sieht doch wohl so aus. Wollen wir das nicht? Na, aber wenn du jetzt runtergehst. Ist zu spät. Wo ist es denn? Ach, hier. Klettern. Ja, siehst du. Ja, gut, das hatten wir ja schon. Ich habe die Kraft. Warum springt er dann immer noch mal ab, wenn er landet? Ich kann durch den Bildschirm nicht durch. Das ist eine Wand. Der ist fest. Ja. Dann lass den mal los. Jetzt schon wieder durch. Ja. Das ist ja blöde hier. Musst du jetzt komplett von vorne anfangen eigentlich? Nee, okay. Nee, ich kürze eh ab. Hier, siehst du, mach das jetzt von hier. Flupp. Quasi ein Betrüger. Jetzt nochmal abstürzen wäre sehr, sehr ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, oh, schön die Arme. Deswegen machen wir das nicht. Ja. Sehr gut. Ja. Lauri will es gleich wissen hier. Zack. Oh, da ist noch ein Lehrvideo. Also irgendwie hat es besser funktioniert. Kannst du jetzt mal dich hochziehen? Soll ich dir eine Kochmütze packen? Oh, was ist hier? Noch ein Video. Ich hänge mich mal dran. Guck mal, ich hänge an einem Video. Juhu! Jetzt! Juhu! Party zu Ende. Yes! Hast versucht, wieder runterzukriegen. Aber ne? Müssen wir hier hoch? Sicher? Ich glaube, das ist egal. Okay. Ich gehe mal hier hinten gucken. Das Problem ist, der packt teilweise nicht ganz an die Kante. Oh wow, das hier ist für Fortgeschrittene. Was, da hinten ist für Fortgeschrittene? Was bin ich denn hier ja, beim Lappen? Da bin ich ja genau den richtigen Weg gelaufen. Wir haben den Noob-Weg. Den Noob-Pass, genau. Ja, oh. Kann man ja auch mal machen. So klappt das nicht. Jetzt muss ich hier... Glaube ich nichts von. Da glaubst du nichts von? Check? Ach, da. Also, hier von den Sprüngen her ist das schon nicht ohne. Jo. Nee, ich glaube, der Wagen... Muss da drüben hin, dann können wir dort hochklettern und dann hier durchstehen. Oder wir gehen einfach durch, das wäre die andere Option. Da hochklettern? Nee, ich glaube, wir müssen da hoch. Wollte ich auch gerade sagen, hochklettern wäre vielleicht doch nicht so dumm. Außer es gibt noch ein Lehrvideo für weites Springen. Weiß ich nicht, aber ich habe da was gesehen. Was, ein Lehrvideo? Ich... Also, ja, klettert, genau. Nimm mich hier. Moment. Nein. Doch. Nicht nein. Weg, bevor Check kommt. Na, aber den Sprung schaffe ich da im Leben nicht. Ah, hier. Ach, fuck, genau. Ich hätte da drüben hochgemusst. Da will ich auch mit hin. So, ich muss mal eben rüberziehen. Aha. Ja, sonst komme ich hier nicht hoch auf den Wagen. Ey, warte. Ja, ich warte. Dankeschön. Jawohl. Oh, ein Seil. Geil. Wie jetzt ein Seil. Das ist ein Seil. Ja, das ist ein Seil. Und Gitter. Kommt sie. Ja, oh, Junge, mach doch nicht so ein Mist hier. Lauri, kommst du? Nö. Schon lass es doch. Ah, da hinten ist mein Anwesen. Fuck, ich hab die Kanne nicht erwischt.
Nimm doch beide Hände hoch. Nein? Okay. Oh, fuck. Ja, tschüss. So. Oh, Mist. Ja, haben wir. So, jetzt halte ich das Seil fest und dann schwinge ich hier rüber, oder wie? Ja. Ich will mit. Okay. Ich möchte mit. Du auch, Phil? Ja. Ich heb mich an euch fest. Okay, dann lass mal loslaufen. Was da mal rauskommt. Hoffentlich was Gutes. Müssen wir im richtigen Moment dann loslassen? Könnte sein. Können wir hin und her schaukeln vielleicht, dass wir mehr Schwung haben? Was? Ja, wir holen gerade Schwung. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. So. Und spring ab. Nee, wir schwingen noch einmal. Sicher, sicher. Vielleicht kann Phil jetzt gleich nochmal wieder mit ans Seil springen. Aber und jetzt! Jawohl! Yes! Er ist drüben. Ich schwing noch weiter, damit du die Chance hast, ans Seil zu kommen, Phil. Ja, ich muss hier erstmal wieder den Wagen umstellen. Och, Mist. Jo. Dann mach du mal. Ja, schaut gut aus, was du hier machst. Einfach mal eine Runde schwingen. Sag mal, wo bist du? Ach, da. Ich arbeite hart dran, ja. Ich kann das schwingen, um mich abzuholen. Lieber so. Oh. Okay. Okay. Oh, du hast eine Wippe gefunden. Ja. Das ist ja interessant. Oh je, das wird ja niemals funktionieren. Aber. So, warte, ich muss mal eben zurückschwingen, damit er ein bisschen gerader wieder wird. Was bringt mir diese Wippe? Ich schiebe jetzt einfach mal den Wagen hier runter. Vielleicht kannst du dich ja an mir festhalten. Nein! Verwählt! Wie er mir vorbeigeflogen ist. Das war ja großartig. Geht es irgendwie schneller von der Position aus oder kommst du hier nicht hin? Doch, hier würde doch auch gehen, oder? Ah, okay, jetzt bin ich schon abgelenkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade was kaputt gemacht habe. Ich kann auch über die Steine hier rüberspringen. Also von der anderen Position da, wo er ist. Sag mal. Oh, nee, aua! Was passiert denn hier? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier was kaputt gemacht habe, indem ich den Wagen dort vorgeschoben habe. Hast du ihn denn gleisen lassen? Ja. Warum? Weil alles andere hat für mich keinen Sinn ergeben. Ein gefährlicher Angriff für den Bahnbetrieb. Entgleisen lassen, so vor der Terrorist. Alles andere hat für mich keinen Sinn ergeben. Ich lass mal den Wagen entgleisen. So, ja, aber ich versuche jetzt mal hier rüber zu springen, ja? Ja, warte, ich pack mich hier unten drauf, dann ist da ein bisschen Gegengewicht. Ja. So, dann machen wir. Yes! Sehr schön. Easy going. Ich probiere mal ohne Gegengewicht. Ja, das Ding braucht relativ lange, ehe es zurückkommt. Jawohl, aber ich glaube, Gegengewicht war da, oder? Ja, ich war und, da. Ich habe alles richtig gemacht mit dem Entgleisen. Ich bin auch da. Ja, sehr schön. Ich habe alles richtig gemacht. Hat er den entgleisen lassen hier? Oh nein! Oh nein! Hilfe! Habt ihr's? Ich glaube, Jack hat's nicht. Oh, shit! Fuck. Was? Hä? Was macht ihr denn? Ich versuche hier jetzt gerade hochzubaumeln. Hilfe! So, und? Nein, ich komme da nicht dran. Hilfe! Ich brauche hier gerade noch einen Versuch. Wenn du den Zylinder fassen könntest oder die Nase. Ja, ich versuche dabei, möglichst nicht runterzufahren. Oh, Vorsicht, du fällst gleich runter. Ja, nach rechts. Ich weiß. Oh! Oh, shit. Oh! Warum bewegt er sich so? Das ist ja so eine Gummifigur. Okay, ich lass los, damit dann kann ich vielleicht hier oben nachgreifen. Jo! Na! Oh! Hä, was macht der? Oh Gott. Kannst du dich hochziehen? Nee, ich... Doch, warte. Doch. Wenn du... Nee, du hast noch nicht meine Kochmütze, du hast bloß den Boden. Hilf mir. Ich werde auch nochmal machen müssen. Nicht mehr. Jetzt! Okay, ich lass los, ja? Okay, kannst loslassen? Okay. Jetzt müssen wir bloß auf Phil hier hochbekommen, irgendwie. Na, warum bewegt er sich von alleine? Du, weil du dich drehst. Oh. Du siehst doch gerade völlig schlapp aus, also so völlig geschafft. Jetzt besser? Ja, jetzt besser. Völlig geknickt. Oh. Jawohl, Phil hat es auch geschafft. Sehr schön. Okay. So,
Schön, Treppen, easy going. Was ist das da? Kein Problem. Das ist eine richtige Villa hier, Los Angeles Villa, oder? Sehr gerne, mein Anwesen. Da nehme ich gerade auf. Warum kannst du so schnell laufen? Sollen wir das klopfen? Ich glaube, wir müssen die Tür aufziehen, ja. Okay. Habt ihr dann auch geklopft? Nö. Bin einfach reingegangen. Oh, nein. Riot! Ey, was machst du mit dem Fernseher? Nein! Bist du verrückt? Ey, das ist mein 75er. Lass ihn hier. Oh, nee. Oh. Ich glaube, ich habe alles Fenster kaputt gemacht. Ja, okay, aber warte mal, bevor wir in den nächsten Level gehen, wenn wir schon hier alles kaputt machen, dann will ich den Lautsprecher mitnehmen. Ich möchte den Lautsprecher mitnehmen. Das ist jetzt meiner. Oh, der Fernseher ist zu schwer, um den hochzuheben. Oh, da. Dann machen wir das gemeinsam. Hier, Teamwork. Ja, genau. Glaubt, der Fernseher passt hier bei aller Liebe nicht durch. Also irgendwie kam der auch rein, also muss er auch rauskommen. Na, passt doch, passt, wir kriegen es hin. Ja. Pressen! Ja, ich bin auch mit dabei. Ich versuche hier mit dem Lautsprecher nachzudrücken. Komm schon. Jawohl. Da bewegt sich auf jeden Fall was. Das sieht sehr ungesund aus, wie Lauri da in der Tür steckt. Ich sehe selber nicht, was ich hier mache. Also, aber ich glaube, ich bin irgendwann durch hier. Ja, wenn das alles gut geht. Oh, jetzt ist der Fernseher kaputt. Nein! Was? Nee, der Fernseher ist bei mir noch gar nicht. Der Fernseher ist gerade, da ist gerade die Scheibe gebrochen. Ja, nö, das geht noch. Das kann man noch leimen. Warte mal. Ich leg den mal mit drauf, weil ist ja eh kaputt. Oh, shit. Nee, hier kannst du, glaube ich, nichts mehr drauflegen. Doch. Siehst du? Na, das gibt's ja nicht. Dieser scheiß Fernseher muss da jetzt hier durchpassen. So, mit Lautsprecher. Ist doch toll, ne? Nee. Irgendwie kommen wir mit dem Fernseher nicht voran. Nee, ich glaube auch nicht. Irgendwie komme ich gar nicht mehr voran. Ich stecke hier komplett fest. Komm her, ich will hier jetzt mit dem Fernseher durch. Okay, wollen wir dich mit dem Fernseher wieder reinziehen? Geht das überhaupt noch? Ich stehe auf dem Fernseher, das bringt natürlich nichts. Ups. Bist du wohl. Das ist mein Gesicht. So, jetzt. Fernseher hier wieder reinziehen. Und dann? Ja, damit wir ihn wenigstens wieder haben. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ja, du bist da. Das ist wir schön. Müssen dann den aufrecht drehen. Nee, der Fernseher wird nicht passen. Lass ein Sofa mitnehmen. Ja, genau. Das Sofa sieht viel besser aus. Ja, ich finde schon. Also, wenn wir das gerade durchschieben, dann wird der Fernseher. Ich hab da den Lautsprecher schon Ey, der ist doch schon weg. Lautsprecher ist jetzt draußen. So, ja. Lautsprecher haben wir schon mal mitgenommen. Okay, Sofa. Sofa, warte, ich pack sie hinten an, dass wir es vielleicht gerade durchziehen können. Genau, warte mal, ich greife hier so ein bisschen mehr von der Seite. Kann vielleicht auch noch Platz finden. Ja, okay, sehr schön. Dieser fette Arsch hier. Das kriegen wir mit. Okay, also ich hänge jetzt hier dran, ja? Ja. Okay, ja, Phil hängt sich hinten dran und zack! Jawohl! Nice. Wenigstens ein Sofa mitgenommen. Hä, wo ist das Sofa? hier sind die Matratzen vom Sofa, aber die sind irgendwie orange geworden. Ja, das ist durch die Windgeschwindigkeit, da sind die eingefärbt worden. Kann man jetzt hier bouncen auf den Ding, oder? Wie macht man denn jetzt die Tür auf? Kann man das abreißen? Oh, cool. Warte mal, lass mich mal von der anderen Seite. Wir können jetzt abreißen. Da kann man da bestimmt dann hier das Ding hier kaputt machen, das Glas. Wenn man sich hab ich auch gerade gut anstellt, oder? Komm schon. Aber ich stelle mich nicht gut an, das ist das Problem. Ja, voll. Nee, okay. Na, scheiß drauf. Ja, ab durch die Mitte, wa? Oh, Schalter, wofür ist der gut? Ich weiß nicht. Feuerlöscher. Ah, die Richtung. Ah, okay, damit kann ich das Ding hier betätigen. Okay. Er geht schon wieder in voll Riot mit dem Ding. Oh, du hast eine Wand eingerissen, Lauri. Ja, ich glaube, das ist gut. Oder? Denkst du nicht? Ich denke schon. Was ist denn das hier? Ist das eine Abkürzung dann für später, oder? Bin mir nicht sicher. Vielleicht kann Phil da auch irgendwas aufmachen oder so. Ja, ich kann auf jeden Fall die Tür hier aufmachen. Ah, okay. Ja, cool. Aber von wo... ja, aber sich über mich beschweren, dass ich hier randaliere. Bei mir warst du Fenster, bei dir eine ganze Wand. Ja, toll. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Könnte sein, aber ich wollte erstmal eben hier hinten schauen. Ist da was? Nö. Nee? Nö. Da bin ich aber anderer Meinung. Ist dort hinten was? Nö.
Da bin ich auf jeden Fall anderer Meinung. Da ist nix. Mann! Was? Ja, okay, macht's gut. Ja, ciao. Was ist das denn hier? Das kann ich auf jeden Fall ziehen, aber was mir das bringt, weiß ich nicht. Ja, ich komme auch. Ja, aber ich weiß halt nicht, was mir das bringt, das Ding zu ziehen. Was, wie, wo, hä? Das ist auch, was machen wir jetzt mit dem Ding? Ja, ich glaube nicht, dass wir es runterwerfen sollten. Hm. Wir können uns an die Glocke dranhängen, oder? Aber an den. Ich glaube, wir können von dem Ding abspringen an die. Jawohl. Hui. Okay. So, ne. Das ist schön. Oh, guck mal hier. Da ist ein Schalter drin. Ja. Okay, Jack randaliert. Nee, Jack randaliert noch nicht. Jack versucht gleich zu randalieren. So. Geht das so, oder? Jo! Versuch mal was einzureißen damit. Wie geil ist das denn? Oh, sieh mal. Ja, da hat es schon aber nicht genug Schmackes. Nee, ich versuch den gerade zu holen. Aber hast du eine Delle? Oh, du hast schon eine Delle reingemacht. Nice. Jetzt zieh dich da hoch, Mann. Danke. So. Aber geht das... Jetzt wieder in die andere Richtung. Geht das dort vorne weiter? Oder geht es hier hinten weiter? Weil hier hinten ist auch noch was. Stimmt eigentlich. Aber mach erst mal die Wand kaputt. Oh wow. Da ist er. Aber ich guck mal, was es hier noch zu holen gibt. Pack das mal eben wieder hier so mittig. So. Was gibt's denn da? Ja, bis jetzt nicht viel, außer ein paar Treppen. Ja, ich komm mal mit. Von hier aus werde ich, glaube ich, nichts. Aber gibt's hier noch ein Treppenhaus? Ja, sehr geil. Hm. Okay. Alter, das ist relativ hoch. Boing, boing, boing. Ah ja, hier haben wir noch so eine Spule oder was auch immer das darstellen soll. Unten ein Mülleimer. Ist doch so eine Bauspule oder was? Jo, sieh an. Ah, und ein Rollcontainer, sehr cool. Aber was man damit tun sollte? Was machen wir damit jetzt? Den hier einen Abgrund werfen? Oder? Das ist die Lösung für alles wahrscheinlich. Knall. Und? Tschüss. So laut war der Knall leider nicht. Langweilig. Ich konnte jetzt nicht feststellen, ob das tief war. Ich habe es nicht gehört. Es war tief. Na gut. Ja, ich komme mal hinterher. Jo. Hab gerade versucht, ihn noch anzufassen, bevor wieder. um dich mitzunehmen. Woo. Oh shit. Ich glaube, das ist zu wenig. Ja, fuck, ich hatte jetzt überlegt, mich an nicht ranzuhängen. Jetzt mal probieren. Nein! Ja, dann nicht. Dann machst du gut. Ach, da bist du ja. Ah. Hi. Ja, habe ich clever gelöst, glaube ich. Ich bin am Boden fest. Wo ist Phil? Ich brauche noch einen Moment. Ich bin da in den Keller gefallen. Ach so, da hinten kommt er raus. Oh, nein, was? Nein. Ich nehme den Stein mit. Dann zieht er mich einfach weg da, ich glaub's dir nicht. Nein! Das ist auch gut, dann landest du auch gleich auf der richtigen Seite. Ja, schön getrollt hier. So, jetzt können wir rüber. Okay. Dann gucken wir mal. Boah, okay. Was machen wir hier? Jemand mit der Kiste wahrscheinlich. Oh, warte mal. Aber. Geht das Ding runter, wenn ich mich dort irgendwie auf... Nee, das funktioniert so nicht. War die Kiste hier irgendwo zum Klettern benutzen? Oder so? Boing, boing, boing. Oh, warte mal. Was denn? Ach, man kann diesen Hebel bewegen? Ich weiß nicht. Also sieht so aus. Tatsächlich. Ja, machst du gut. Ja, cool. Aber... Jetzt geht es ja so nach unten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geil ist. Ich weiß es auch nicht. Schau mal bei Phil, ob es geil ist. Ja, okay. Jetzt ist geil. Das ist natürlich gut. Ich nehme meinen Balancierstab mit. Aber, ja, nee, hat nicht geklappt. Jetzt hättest du ihn mitnehmen können, aber jetzt ist er nochmal abgestürzt. Nochmal abgestürzt. Oh, da kommt er wieder. Und tschüss. Ah, okay. Und jetzt brauchen wir quasi was, um... Der Stab wäre vielleicht...
Ja, ich versuch den mal zu fangen. Gehen wir doch mal beiseite. Ah, mit. Warte. So. Okay. Jawohl. Ja. Was haben wir jetzt aufgemacht? Die Tür da drin? Ja. Ah, leg mich mit drauf. Oh, shit. Das machst du denn? Da kam gerade Jack vom Himmel geflogen. Weil ich extra die Stange gefangen habe, um die mitzubringen. Boah, ey. Stellen wir uns aber heute wieder an hier. Ja, ich geh schon mal vor. Ja, mach das mal. Ach, sieh an. Ich räume die Stange weg. Und jetzt? Ich nehme meine Stange. Nee! Aua! Oh, warte mal. Geh mal kurz, Phil. Ich glaube, da gibt's eine Idee. Phil? Ja. Lass mal los. Okay. Oh, lol. Aha. Oh, die steckt jetzt hier drin. Das ist da habe ich mit der Stange dann verkeilt. Da hast du wieder. Was machen wir denn damit jetzt? Okay. Sieh an. Wir müssen die Kiste haben, ne? Dann ja. Ich doch... Huch! Falsche Huch. Richtung. Okay. Und flop. Aber wie macht man das denn dann alleine? Ups. Ja, man kann ja jetzt drauf springen, glaube ich. Ah ja. Lalalalalalala. So. Warte! Ich warte noch. Nein, mein Kopf! Nein! So egal, wir haben die Kiste, das ist wichtig. Ja, das ist nett, das ist das Wichtigste dabei gewesen. Sehe ich auch so. Das ist ja mit dem Kopf, das interessiert keinen. Ah, ich wäre fast abgestürzt. Hilfe! Zieh mich hoch! Dankeschön! So. Eins. Und Nummer zwei. Ja. Das war ja super. So halt am Kopf fest und komm mit, ey. Okay, müssen wir hier das Ding auch wieder zum Einsturz bringen? Nee, ich denke, wir müssten hier gekonnt hochklettern, aber nicht so, wie wir zwei das machen. Oh, nicht runterfallen. Genau. Ich glaube, das war relativ dumm eigentlich, was wir hier gerade gemacht haben. Komm, zieh hoch, Junge! Geht doch. Man kann nee, auch mach doch nicht. Hier, jetzt. Oder? Kann man das hochheben? Oh. Fuck! Ey, nein! Ich war nicht mal oben! Und jetzt? Was haben wir jetzt gekonnt? Ich weiß nicht. Alles kaputt gemacht, das haben wir eingekriegt. Aber. Können wir die Wand da einreißen oder so? Geht das? Können wir da irgendwas machen? Komm her. Und nochmal. Und nochmal. Tatsächlich. Alter, mit dem Stein einfach. Das ist ja. Ich habe halt Kraft. Absoluter Junge. Push hier. Oh. Warte mal, hier liegt was im Weg. Das müssen wir, glaube ich, einfach bloß wegräumen. Jo, mach mal. Ja. Ja. Oh. Ja, Phil. Jawohl. Phil wird überfahren. Juhu. Bam. Und? Ist was passiert? Nee. Oh, shit, was haben wir jetzt gekonnt? Ach, ja, na klar, da muss er die Wand kaputt machen. Wie geil, ey. Wenn ich dazwischen hänge, geht's nicht, ne? Aber dann so ganz leicht dagegen gedutscht. Sag mal, ey, was wird denn das hier? Phil hält sich an deinem Arsch fest. Raus mit dir. Ah, yes. Steinchen. Komm da. Ja, okay, dann gehe ich hier durch. Okay, jetzt bin ich hier. Oh, ich habe was kaputt gemacht. Hast du? Ja, das kommt vor. Schon wieder. Nein! Ha! Tschüss. Wo ist er denn? Hilfe! Jump! Jack, hilf mir! Wo bist du? Ich hab gerade gesehen, du warst einfach weg. Ich denke so, der muss ja doch irgendwann spawnen. So, komm schon. Bin ich oben? Ja. Ich sehe nichts. Oh, ja, okay. Ich hab die Plattform festgehalten. Ich sehe bloß, wie du rüberspringst.
So? Oh, hier ist schon. Oh, ich hänge an dir dran. Hältst du dich schon wieder an mir fest? Ja. Sag mal, was wird denn da? Hallo, Leute? Alle halten sich an Jack fest. Was passiert jetzt? Ach, das Tor ist aufgegangen. Aber das geht auch wieder zu, ne? Oh, warte mal. Muss man da schnell genug sein? Ah, ne, da drüben ist eine Kiste. So. Warte mal, bringt das was? Ich schieb das mal runter. Ja, mach mal. Der macht bestimmt die Wand dort drüben kaputt. Los, komm schon. Nee, irgendwie. Jetzt komm schon. Geh da runter. Ja, ja, ja. Oh Gott. Ja. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt? Tschüss, Phil. Die ist schwer. Oh. Hey, das hat die Brücke hochgezogen. Tatsächlich. Geh mal rein. Finde ich gut. Bis ziehen. Kann ich. Ah! Ich kann auch Limbo tanzen und unter dem Zaun durch. Okay. Das ist auf jeden Fall schön. So, jetzt bring ich mal die Kiste mit. Das ist ja geil. Ey, nur die Kiste mit. Bring nicht schon wieder kaputt, mach alles. Oh shit. So. Und jetzt einfach unterm Zaun durch kannst du. Einfach wenn du drauf zuläufst. Limbo. Phil, so, brauchst du Hilfe eigentlich? Ja, ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. So ziemlich. Oh. Ich geh mal gucken. Limbo. Ey, ich hänge im Hals fest. Ich hab's nicht Oh shit. So, wo bist denn du? Da unten bist du. Komm, ja. Kommst du nicht hoch? Also doch, hier komme ich theoretisch schon noch hoch und dann muss ich nur einen Sprung der Meisterhaftigkeit schaffen, darüber zu kommen. Ohne mich an der scheiß Kugel festzuhalten. Ach shit. Da musst du die Kugel noch mitbenutzen. Kannst du mich nicht hier. Ach so, doch, hier. Warte. Oder? Schafft ihr das oder braucht ihr Hilfe? Hab ich dich? Ja, was? Sehr gut. Check schaut's gleich ab. Schade. Schade? Wie schade? Ja, Jack schützt sich ab, schade. So, what? Was ist denn das für ein Kommentar? So, was können wir denn damit jetzt schon wieder machen? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Ja, Jack, du kannst immer hochgehen mit dem Ding fahren. Es gefällt mir gut, wenn ich Kontrolle darüber habe. Ja, dann lasse ich das mal sein. Ich sehe tatsächlich von hier aus schon den Ausgang. Der ist allerdings erst in der nächsten Zone. Die wir in dieser Folge leider nicht mehr erreichen können. Ach so. Das ist schade. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne was in die Kommentare. Daumen nach oben bei unseren aller Kanälen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Human Fall Flat wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.